Ich grüße alle Karster Weiber. Hier in Karst ist immer was los. Kommen Sie zu uns und hier erleben Sie Ihr Wunder. Also hier ist Kabarett so richtig lecker. Also hier wird alles frisch zubereitet. Die fahren hier extra auf die Kulturbörse nach Freiburg, suchen die besten Künstler der Welt aus, um sie dann in Karst quasi zur Blüte zu bringen. Also ich kann sagen, Karst ist im Kabarettbereich also tadellos. Jetzt das Malen beigebracht. Schön! Über 90% der Katholiken halten nichts vom katholischen Glauben. Ich sage immer, mit Karst kann man nichts falsch machen. Nee, also, wenn man einen Wohnort sieht, wo alles stimmt, würde ich sagen, nehmen Sie Karst. Ne? Also Karst ist so ein Ort, wo man sagt... Von Korschenbruch, extra nach Karst, aus Grevenbruch. Ich komme aus Düsseldorf. Mir gefällt es auch sehr gut. Ich hatte auch ein Abo letztes Jahr und ich glaube, ich werde mir dieses Mal wieder eins besorgen, weil es viel Spaß macht. Ich halte da jede Menge von, weil ich schon seit fast 30 Jahren immer wieder regelmäßig hier hinkomme. Hallo liebe Karster und besonders liebe Karsterinnen. Da sind wir wieder. Wir, die Weiber. Ich weiß nicht zum wievielten Mal wir hier in Karst sein dürfen. Es ist bestimmt das 20., wenn nicht das 25. Mal. Und wir sind stolz und glücklich, dass wir immer wieder kommen dürfen und immer wieder ausverkauft ist. Glück ist nie zu viel. Jetzt geht die Reise los. Das Traumschiff führt uns schnell ans Ziel. Hallo Isabelle Süße. Ja, wir sind an Bord. Hier treffen sich auch die Schützenvereine der ganzen Welt. Ne, hier lebt man nach dem Motto Schießen lernen, Freunde treffen. Ich würde sagen, Karst ist an sich, also ne, doch, Karst kann man schon empfehlen.